Das R2R-Netzwerk. Woraus besteht das? Das sind alles solche Zellen mit einem Widerstand und dem Doppelten in Reihe. Und dann dasselbe nochmal hier dran. Und dasselbe nochmal hier dran. 2R, R, R, 2R. Und dann hatte ich hier Punkte gemacht. Und dann kommt hier nochmal ein R. Und hier auch nochmal ein R. So, wie rechnet man das? Grundsätzlich, wenn Sie Netzwerke auseinanderbauen und hier auch und das versuchen so mit Ihrem neuronalen Netzwerk, dem Ihnen gegebenen neuronalen Netzwerk zu lösen, fangen Sie immer möglichst weit hinten entfernt von der Spannungs- oder von der Stromquelle an. Insbesondere, wenn Sie so Gesamtwiderstände oder sowas brauchen. Und die braucht man eigentlich immer. So, also fangen wir mal hinten an. Und dann stellen wir fest, das hier sind 2R. Ist parallel mit 2R, also ist R. Ja? Ist in Serie mit R, also ist 2R. Ist parallel mit 2R, also ist R. Ist in Serie mit R, also ist 2R. Ist parallel mit 2R, also ist R. Und kommt dann wieder auf 2R. So, dass in der Summe der Gesamtwiderstand gleich 2R ist. Ich wüsste auch nicht, welchen einfacheren Weg es gibt. Also selbst wenn Sie an irgendwelche systematischen Verfahren wie Massenstromanalyse, Knotenpotenzialverfahren oder sowas denken oder Kirchhoffsche Knoten-Zweigstromanalyse oder sowas, das wird alles nicht schneller als das, was wir hier gerade gemacht haben. Ne? So, den haben wir schon mal. Jetzt wollen wir die Spannungsabfälle haben. Naja, da wissen wir, das hier ist R und alles, was wir hier rechts davon sehen, ist 2R. Ja? Das heißt also, wir haben hier einen Spannungsteiler mit R und R, also U halbe, U halbe. Wir gehen einen Schritt weiter. Das hier ist R. Alles, was rechts von meiner Hand ist, ist auch R. Das heißt, wir haben hier U Viertel, U Viertel. Das heißt, wir haben hier U Achtel, U Achtel, U Sechzehntel, U Sechzehntel. Die Ströme kann man entsprechend ausrechnen. Das war's. Wozu braucht man das? Das ist natürlich ein ganz wunderbares Teil, um digital-analog-Konversion zu machen. Sie haben jetzt zum Beispiel hier einen Strom, der ist doppelt so groß wie der, ist doppelt so groß wie der, ist doppelt so groß wie der. Sie könnten jetzt diesen Strom verwenden und die Ströme aufeinander addieren, so wie Sie es brauchen würden, um eben ein digitales Signal sich hinzubasteln. Sie könnten die Spannungen hier, ich male es mal so hin, jetzt über Schalter, dann muss ich hier, mache ich mir mal eine Masse, definiere ich mir dahin, damit ich mir Zeichenarbeit sparen kann. Ne? Upsa. So, und das hier, das haben wir jetzt noch nicht kennengelernt, wie das funktioniert, würde man jetzt zusammenfahren müssen auf einen Addierer. Und dann kann man je nach Maßgabe dieser Schalterstellungen hier, die natürlich über irgendein Register oder sowas in den Mikrocontroller geschaltet werden, kann man sich jetzt hier eine vierbittige digitalen Wert in einen Analogwert umbauen. Ne? Sie gucken so zweifelt? Ja, nehmen wir mal an, wir haben 0. So, 0, 0, 0, alle Schalter offen. Also verschiedene Spannungen haben verschiedene Wertigkeiten. Also haben wir hier... Wir haben ja jedes Mal eine andere Spannung anlegen, oder? Ja, aber das wollen wir doch auch. Sie kennen sich mit dem Binärsystem und Bits und Bytes kennen sich aus ein bisschen, ne? Das ist dann eine andere Stelle, also 2 auf 0 ist. Ja, genau. Das wäre hier die, nehmen wir das hier, genau, das ist die 2 hoch 0, die 2 hoch 1, die 2 Quadrat, die 2 hoch 3. Ja, und jetzt könnten wir uns, alles ist 0, alles ist offen, haben wir die Spannung 0, dann hätten wir meinetwegen die 8.
Doch, die 8, ja. Die 8, dann wäre dieser Schalter geschlossen, alle anderen offen. Das heißt, wir hätten hier jetzt U halbe anliegen. Oder nehmen wir an, wir hätten die 15. Das heißt, alle sind geschlossen. Dann hätten wir hier U halbe plus U viertel plus U achtel plus U sechzehntel. Also 1 minus U sechzehntel als Spannung anliegen, wenn das sauber aufaddiert wird. Wie erklären? Kann es dran kommen? So eine Aufgabe allgemein. Was ist das R2er-Netzwerk? Ja, das kann dran kommen, allgemein, aber nicht. Bauen Sie damit einen Digital-Analog-Konverter? Also das würde jetzt nicht dran kommen, sondern hier brechen Sie all das. So, und die 4.11 ist jetzt die letztlich die Verallgemeinerung davon. Hier halbiere ich ja von Stufe zu Stufe. Jetzt könnte ich aber sagen, ich will hier nur dritteln. Also warum auch immer, dafür gibt es jetzt so die augenstechende praktische Applikation nicht. Ne? Ich drittel oder ich möchte eine Leitung simulieren. Dann würde ich sagen, okay, 90%, 81% und so weiter. Also immer um 90%, immer um 10% wird die Spannung geringer, sodass man so einen exponentiell abfallenden Spannungsschwanz sich bauen könnte. Damit könnte man eine Leitung simulieren, wenn man wollte. Und wie hat man dann eben die Verhältnisse R und eben nicht 2R, sondern sonst was da einzustellen? Das ist die Frage in 4.11. Aber das führt, zumindest so auch wie ich es gerechnet habe, auf zwei Seiten quadratische Gleichung lösen. Das muss man nicht machen. Ich habe die Abkürzung mittlerweile gefunden. Aber da kann man reinlaufen und das ist selbstverständlich zu aufwendig. Das würde ich Ihnen jetzt auch nicht einfach so jetzt hinklatschen. Probieren Sie es in einer ruhigen Stunde. Das hier ist relativ. Okay, so. Ja. Gut. Dann weitermachen.